Ich werde nun das Meeting mit George Wenke starten. Ich muss mit Computer-Audio teilnehmen und Sie sehen jetzt diesen Bildschirm, solange wie George Wenke sich noch nicht eingeloggt hat. Das wird in den nächsten paar Sekunden geschehen. Ich habe ihm eine Einladung geschickt und in dieser Einladung war ein Download-Link, wo er sich zu diesem Meeting einloggen konnte. Wie das genau abgewickelt wird, das sehen Sie im Film, welchen George Wenke jetzt für uns aufgenommen hat. Und da ist Herr Wenke. Audio ein. Hallo, Peter. Hallo Schorsch. Schön dich zu sehen. Ja, ich sehe dich als schönes Standbild anscheinend. Genau. Und aus diesem Grund werde ich jetzt gleich den Video einschalten, hier unten links in der Werkzeugleiste. Und nun sollte mich Schorsch Wenke ebenfalls Ja, da sehe live ich einen noch sehen. schöneren Mann. Das Mikrofon setzen. Hallo. Hallo George, ich werde mal den Bildschirm vergrößern, so dass man im Vollbildmodus ist. Und Sie sehen, mit Escape könnte man danach wieder zurück, wenn man das Ganze wieder in der kleineren Ansicht haben möchte. Ja, wir haben hier die Oberfläche von Zoom und ich möchte mal aufzeigen von meiner Seite her, wie die Werkzeuge hier zu bedienen sind. Ganz links sieht man Stummschalten. Also wenn ich hier auf Stummschalten gehe, hört mich Schorsch Wenke nicht mehr. Wenn ich es wieder einschalte, dann kann er mich wieder hören. Wir haben den Video, den kann man ein- und ausschalten und man könnte hier weitere Leute einladen. Nun würde ich gerne mal deinen Bildschirm sehen, Schorsch. Und wenn du mal zeigen könntest, wie du mir deinen Bildschirm übertragen kannst. Ich habe hier unten einen grünen Pfeil Bildschirm freigeben und da werde ich jetzt draufklicken. Und jetzt kann ich bei mir sagen, welchen meiner verschiedenen Desktops ich dir freigeben will, denn ich habe hier ein MacBook Air mit einem zusätzlichen Bildschirm und auf diesen Bildschirmen sind einmal fünf und einmal drei Schreibtische. Also ich könnte die alle unterschiedlich freigeben, aber natürlich wollen wir hier unter uns bleiben. Das ist in diesem Falle der Desktop 1. Ich könnte genauso gut auf Desktop 2 und andere umschalten. Gehe also hier nochmal auf Desktop 1 und würde jetzt diesen Bildschirm freigeben. Genau, Jetzt und bereits habe sehe ich ihn. zwei Bilder, einmal mich als Kontrollmonitor und oben rechts Peter Jäger, der jetzt wieder das Kommando übernimmt. Dann gehe ich hier mal in den Vollbildmodus. Ich habe nun den Monitor von George Wenke auf meinem Bildschirm und ich würde nun gerne die Bedienung übernehmen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit hier den Fernzugriff anzufordern.
Wenn ich das mache, dann kommt Schorsch Wenke eine Anfrage, bekommt Schorsch Wenke eine Anfrage von mir und er muss diese bestätigen, dass ich seinen Bildschirm steuern darf. Ja, ich sehe die Anfrage. Diese Anfrage ist auf einem anderen Bildschirm bei mir gelandet, der jetzt hier im Bild nicht zu sehen ist. Das ist also mein Zweitmonitor. Da gehe ich kurz drauf und da habe ich jetzt Ablehnen oder Genehmigen. Und weil ich den Peter Jäger kenne, bekomme ich natürlich Genehmigen. Sehr gerne. Ich bekomme die Nachricht, dass ich jetzt mit Klicken auf dem Bildschirm die Kontrolle von diesem Monitor habe. Und nun kann ich hier diese Webseite hochziehen und könnte Schorsch Wenke bei Problemen, Fernsupport und so weiter geben. Ich werde. Gleichzeitig könnte ich auch noch bewegen und hier auf dem Laufwerk angeschlossenen Laufwerk Genau. Schorsch, da zeichne ich im Moment auf und dieses Schorsch ziehe ich jetzt in mein Bild rein von dem anderen Bildschirm und dort haben wir hier zum Beispiel einen Ordner verabredet, in dem ich im Moment aufzeichne. Genau. Das ist der. Und du könntest, Peter, könntest mir diesen OBS-Videotest-Fenster jetzt wieder schließen. Genau, da kann ich hingehen und das Ganze wieder schließen. Ja, hat funktioniert. Ich werde nun die Fernübertragung stoppen und jetzt habe ich keinen Zugriff mehr. Wie sieht es bei mir aus? Ich habe unten in der Werkzeugleiste die Möglichkeit, in ein bestehendes Meeting neue Teilnehmer einzuladen. Ich habe zwei Teilnehmer derzeit, die ich verwalten kann. Ich könnte hier ganze Gruppen einladen, bis zu 100 Teilnehmern. Wenn ich hier draufklicke, sehe ich die beiden Teilnehmer, Peter Jäger und Schorsch Wenke. Ich schließe das mal und möchte nun einen Chat aufbauen mit Schorsch Wenke. Und dazu werde ich mal die Bildschirmübertragung stoppen. Jetzt ist Schorsch wieder im Bild und ich gehe mal hier auf Chat und möchte mal eine Sprachnachricht an Schorsch übermitteln. Ich schreibe hier: Hallo Schorsch, bitte lege mal eine Datei in den Chatverlauf. Und nun muss Schorsch unten in seiner Werkzeugleiste auf Chat klicken. Jetzt sehe ich bei mir unter dem Eintrag Chat ein Signal, dass mir Peter eine Nachricht gesendet hat. Die hole ich mir jetzt auf den Bildschirm. Hallo Schorsch, bitte lege eine Datei in den Chatverlauf. Also gehe ich hier auf Datei, sage Ihr Computer, das sollte mein Computer sein und da arbeite ich gerade an einem Werk, das heißt Farbkochbuch. Und da könnte ich jetzt hier eine Datei mir nehmen und dem Peter zur Ansicht senden. Und ich sehe 2,91 Megabyte, wie die rasch rübergehen. Zack, bei mir wurde erfolgreich versendet. Und bereits sehe ich, dass Schorsch eine Datei hier hochlädt über die Zoom Cloud und man sieht, es ist eine Keynote-Datei. Also man kann hier verschiedene Dateiformate, Sie können Word-Dateien, Sie können PDF-Dateien und so weiter übermitteln, auch Bilddaten. Und so kann man, wenn man zum Beispiel eine Schulung machen möchte und man hat irgendwo ein Problem, kann man hier Dateien hin und her senden, um gerade spezifisch an solchen Dateien gemeinsam arbeiten zu können. Also ich kann jetzt diese Datei herunterladen, das mache ich mal, klicken, jetzt wird die Datei heruntergeladen und zum Öffnen könnte ich jetzt hier hineinklicken. Die Datei liegt jetzt bei mir im Download, dazu gehe ich mal auf Escape im Zoom und werde mal in meinen Download gehen, um Ihnen zu zeigen, wo die Datei nun hereingekommen ist. Jetzt habe ich hier ganz viele Dateien, da sehen Sie,
ist heute 12.39 Uhr diese Keynote-Datei, welche Georges Wenke mir übermittelt hat. Das sind eigentlich sämtliche Funktionen, die es hier zu zeigen gibt, wenn man einen Unterricht, eine Fernwartung, einen Support planen möchte. Nochmals das Wichtigste bei einem Verbindungsaufbau: Sie müssen, wie Georges Wenke Ihnen gezeigt hat im Video vorhin, zuerst die Software auf Ihren Desktop herunterladen, installieren und danach bekommen Sie eine Einladung von uns, einen Link. Sie klicken auf diesen Link und wir können die Verbindung zueinander aufnehmen. Hast du noch eine Frage, Georges? Ich fand das hier von mir aus sehr übersichtlich. Die Zeitverzögerungen sind also trotz der Belastung, die natürlich jetzt im Moment sowohl bei dir als auch bei mir hier im Netz liegen, wirklich alle noch erträglich. Das ist also wirklich live mit vielleicht so ein Zehntel oder zwei Zehntel Verzögerung. Also von daher kann man sagen, es ist, als wenn man face to face und gegeneinander im Meeting sitzt. Die Frage ist jetzt nur, wie, du hättest mir ja eine Tasse Kaffee angeboten. Ich komme hier jetzt von Zürich nach Solingen. Ja, eine Pizza hätte ich dir jetzt sagen können, müssen wir einen 3D-Drucker haben und dann könnten wir Okay. vielleicht eine Pizza scheren, aber mit dem Kaffee, da habe ich jetzt. Aber dann hätten wir doch eine Aufgabe fürs nächste Mal, also Genau. den 3D-Kaffeedrucker, der über Zoom beim der Fernmeeting und Unterricht ausgetauscht wird. Genau. Peter, dann würde ich sofort bei dir in die Einstiegsklasse kommen. Das finde ich toll. Also, besten Dank für deine Unterstützung und dass du mitgeholfen hast bei diesem Video. Alles Alles Gute, bleib gesund. Gute. Ciao. Tschüss, Schorsch.